Es wird besser. Es wird immer besser. Vor 50 Jahren haben Menschen noch Angst gehabt, wenn sie nicht heterosexuell gelebt und geliebt haben. Sie haben Angst davor gehabt, verfolgt zu werden, bestraft zu werden, möglicherweise ihren Job zu verlieren, von ihrer Familie verstoßen zu werden. Es war eine Zeit, in der die moralischen Normen noch ganz anders ausgesehen haben. In den Jahren danach haben viele, viele Menschen gekämpft. Sie haben dafür gekämpft, dass man auch anders leben darf, dass man sich outen kann, dass man frei sein darf und dass man den Menschen, den man liebt, auch in aller Öffentlichkeit lieben darf. Die letzten Jahre waren ganz besonders wichtig und entscheidend. Und das waren vor allem auch die Grünen, die sich dafür immer eingesetzt haben, dass Homosexualität genauso normal ist wie die sogenannte Heterosexualität. Ja, ein Leben so zu leben, das ist gerade für junge Menschen ganz besonders wichtig. Ich glaube, es ist nicht immer leicht, jung zu sein. Ich glaube, man muss sich durch ganz vieles durchraufen. Man muss irgendwie so seinen Platz im Leben finden. Und man muss sich über seine Zukunft irgendwelche Gedanken machen, auch wenn es nicht immer leicht ist oder gerade nicht sehr lustig ist. Aber um wenigstens in der Liebe unbefangen sein zu können und einfach sich verlieben zu dürfen, ja, dafür haben wir gerne gekämpft. Und das würde ich auch jederzeit wieder tun. Ich war eine von denjenigen, die wahrscheinlich in ihrem Leben ganz viel Glück gehabt haben. Ich habe leben dürfen, wie ich gerne wollte. Ich habe lieben dürfen, wen ich gerne wollte. Ein bisschen räume ich aber auch mit der Illusion auf, dass in einer homosexuellen Beziehung alles ganz anders ist als in einer heterosexuellen Beziehung. Beziehungen sind Beziehungen. Da gibt es einfach mal Schwierigkeiten. Und die unterscheiden sich nicht wirklich sehr. Was ich mir wünsche für euch als junge Menschen, das ist ganz einfach, dass ihr jederzeit kommen könnt und sagen könnt, ich habe mich in die oder den verliebt, ich möchte so oder so leben und dass das ganz selbstverständlich ist. Vielleicht wünsche ich mir sogar noch ein bisschen mehr. Ich wünsche mir, dass ihr dieses Stückchen mühsam erkämpfter Freiheit und dieses Gefühl, dass man auch glücklich sein darf, dass ihr das auch euren Kindern wieder weitergibt. Einfach, damit diese Welt immer besser und besser wird. Und daran glaube ich ganz einfach. Tja, also, viel Spaß im Leben, viel Spaß bei der Liebe. Sie hört übrigens niemals auf, das möchte ich noch dazu sagen. Und ja, auf eine wunderschöne Zukunft. Tschüss.